Zunächst einmal einen wunderschönen guten Morlock an diesen ersten Anfang 2. Februartag hier, ein bisschen bewölkt. Darum geht es aber nicht. Es geht um, ja, manchmal fragt man in meinem Techno-Video, gibt es was Neues aus Döbeln? Ja, gibt es tatsächlich, aber allerdings kein Techno oder Rave, aber ein Brötchen. Nein, das ist nicht aus Döbeln. Aber wir haben was am Start. Wir haben die Döbelner Soljanka. Das bedeutet, die Rochlitzer ist noch nicht angetastet. Die werde ich noch extra verkosten. Würde ich beide jetzt verkosten, das wird tatsächlich ein bisschen viel. Ich esse jetzt, mache jetzt keine zwei Soljankas auf und werde sie dann verspeisen. Das werde ich dann im Nachhinein machen, obwohl ein Direktvergleich eigentlich auch sehr günstig wäre. Aber ich werde mich dann an die Döbel noch erinnern und werde einen Vergleich versuchen anzustellen beim nächsten Mal. Genau, alles gut. Jo, das werden wir tun. Es ist ein gutes Glas mit dem Brötchen, also auch eine gute Speise. Wir probieren es einmal, es geht gleich los. Also bloß erhitzen, Brötchen dazu. Fertig, unverfälscht. In dem Sinne, guten Morlock, bis gleich. Genau wie in einer schönen Hexenküche kocht es jetzt schön hoch. Man sollte es auch ab und zu mal umrühren. Nicht zu heiß werden lassen. Und dann genießen, vielleicht zwischendurch mal abschmecken. Und ja, ich esse das Ganze aus einem Topf. Ja, so sieht's aus. Und jetzt kommen wir zur Verkostung. Brötchen abbröckeln lassen. Die Soljanka noch mal rühren. Und dann kommt es gleich zum Test, beziehungsweise zum Ergebnis. Die Sonne ist mittlerweile weg. Aber die tut hier wirklich nicht sehr viel zur Sache. Und ich wollte auch nicht ablenken. Ha, manche triggert das. Tut er es? Er tut es gar nicht. Nein, machen wir nicht so weiter, das Spielchen. Oder doch? Macht es mir selber Spaß? Nein. Die ist nicht ganz so säuerlich, wie ich die letzte hatte. Könnt ihr übrigens mal nachgucken. Nicht ganz so säuerlich. Geschmacklich durchaus essbar. Hat eine leicht süße Note mit drin. Ist aber diesmal alles gut gemischt bei dieser Soljanka. Diese esse ich wesentlich besser, lieber als die vorige. Das würde ich viel deutlicher Soljanka nennen als diese davor, die ich einmal hatte, diese sehr säuerliche. Guckt einfach mal nach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, diese regionale Soljanka bekommt von mir eine 8,4 auf der EOS-Skala. 8,4 ist sehr gut bei mir angesiedelt. Alles, was über 8 ist, ist schon das höhere Niveau. Also Michelin-Sterne, könnt ihr vergessen, Mr. Eos Punkte. 8,4. Man müsste dann statt der Sterne auf dem Koch-Overall oder auf dem Kochanzug der Köche keine Sterne haben, sondern Eos-Köpfe. Ich weiß es nicht. Nein, war das eine dumme Idee. Ja, überlegt mal, was ein Koch hier für 8,5 haben sollte. Vielleicht die Zahl 8,5 und drüber EOS. Ach, egal. Sollte die Bewertung irgendwann eingeführt werden, habe ich auch nichts dagegen. Ja, diese Soljanka ist wirklich eine sehr gute. Die kann man jetzt richtig gut bewerten. Die werde ich dann noch zu Ende essen.
mit den Deutschen und sagen, da habt ihr da was Gutes gemacht. Eine Sri Lanka steht aktuell noch an, aber mal sehen, wenn ich die esse. Vielleicht noch heute, wenn ich hungrig bin, aber für manche ist das eh kein Problem. Die hätten auch die zwei Sri Lankas sich reingepfiffen. Ja, der Magen ist nicht immer gleich groß. Ich denke mal, wir sind damit jetzt erstmal raus und wir sehen uns. Jetzt hatte ich erstmal wieder ein bisschen Bock auf Sri Lanka und das werde ich jetzt auch durchziehen. Werden wir diese reinpfeifen und dann sehen, was mit der anderen wird. Ich habe noch unendliche Projekte. Jeder Mensch sollte unendliche Projekte haben und die auch Videobahn, damit es die Welt sieht. Naja, aber was ist meistens immer spontan? Ich bin kein Fernseher bekommen. Also in dem Fall, schaut mal wieder rein, kommentieren, liken. Ich mache das ja ganz selten. Glocke drücken. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Auch macht, was ihr wollt. Kommentieren, liken. Ja. Dies wird dann den Mainstream-YouTuber sagen. Ich sage einfach, mach was ihr wollt. Guten Morgen.